Der Camper Tobi, der steht jetzt schon am Karmann-Stand, über den Gang drüber, um dieses Schiff einzufangen. Die kleinste Landjacht der Welt. Also Landjacht ist diese Supersportwagen-Liga im Reisemobilbau und der Nova M ist ein Symbol. Und das ist kein Kastenwagen. Das ist ein teilintegrierter mit Monocoque-Chassis, der hier voll ausgerüstet mit Allrad. Ja, das ist natürlich ein Schiff, das können Sie aber auch mit 3,5 Tonnen nicht mehr fahren. Das muss man ganz klar sagen. Da fahren Sie aufgelastet Minimum 3,880. Wir haben hier die grobstolligen Reifen. Wir haben diese große Garage, die ihn berühmt macht. Wir haben sogar einen Wechselrichter drin in diesem Fahrzeug. Ich gehe auch gleich mal übers Preisschild und jetzt zeige ich euch kurz, wie das Strada 2018 aufgestellt ist mit einem neuen Modell. Das ist der Avanti H. Da waren wir ganz kurz drin. Der steht mir auch gleich im Rücken hier. Aber den zeige ich euch nicht näher, weil wir schon kurz reingeschaut haben, die Neuerung hinten eben mit dem Heckbad. Und dann nochmal dieses beeindruckende Heck vom Nova M. Hinten auch das große Hiki. Ist natürlich toll, wenn man da drunter liegt. Dann hat man wirklich Blick in den Sternenhimmel von diesem Einzelbett hinten. Hier haben wir nochmal die große Garage, schon in voller Pracht da steht. Dann nehmen wir den mit rein. Jetzt kommen wir zum Preisschild. Und da steht dann unterm Strich 142.159 Euro. Gehen wir gut von der Seite. Der hat die große Maschine, der hat den Allrad, der hat alles. Also wie ihr seht, könnte ich hier mal gerne durchwühlen. Technikpaket 2 für Nova. Also es gibt eigentlich nichts, was es nicht gibt. So, da haben wir natürlich ein Betreten mit Standpersonal. Das ist normal, weil man in diesen Edelschiffen natürlich auch ein bisschen schauen muss, dass es ein neues Fahrzeug ist für die Messe und dass der nächste Kunde auch wirklich kein demoliertes Fahrzeug vorfindet und in dem extrem viele Menschen waren. Das will man dann auch nicht mehr kaufen. Das ist natürlich ein Messefahrzeug und das gerade wird den 100% ausliefern. Aber warum soll man sich die Arbeit machen? Das ist so einfach vernünftig, ich glaube, da hat ja jeder Verständnis dafür. Also hinten haben wir das Heckbett, oben haben wir ein riesiges Hubbett. Wir haben einen Doppelboden, wir haben Leder, wir haben natürlich CP+. Wir haben hier diese tolle Küche. Ich habe jetzt übrigens Stehhöhe, und zwar volle Stehhöhe im Aufgang hier vor der Küche mit 2 Meter. Das habe ich im Teilintegrierten nicht. Das ist natürlich wirklich eine Traumjacht mit dem Superbad, riesengroß. Und dann hinten eben dieses Heckbett mit dem großen Fenster im Heck und oben noch mein Heki dazu. Rollladenschränke, damit nichts im Weg rumsteht, alles schon erklärt. Schaut euch auch mal den Nova M an, den wir auf dem Kanal haben oder ich auf dem Kanal habe. Ja, wie gesagt, muss man zeigen. Steht nicht an jeder Ecke rum. Und jetzt machen wir die Schelle wieder rein. Die Messedurchsage wird ein paar Minuten kommen. Da haben wir noch Zeit für einen. Jetzt ist er wieder verschlossen. Und ja, wir sehen uns gleich zum nächsten Video. Und dann ist es das vorletzte vom Caravan Salon 2017 in Düsseldorf. Super, da haben wir eine Unterstützung bekommen. Der Avanti L wird besonders sauber gemacht vom jungen Mann. Das ist der Juniorchef, putzt hier selber die Fahrzeuge. Also, bis bald, der Camper Tobi vom Caravan Salon in Düsseldorf und der Abschied naht. Oh Mann, oh. Also, ich wünsche euch was. Schönen Sonntag, schaut's wieder rein und bis gleich.